Hey Leute, ich bin Omid, der Luxusautohändler eures Vertrauens und ich begrüße euch zu unserem zweiten Wochenupdate. Wir haben Donnerstag, den 18. Januar und ich zeige euch mal, was die letzten 7 Tage bei uns passiert ist. Und ich kann euch nur eins sagen, es waren einige Millionen, die hier durchgelaufen sind. Kommt direkt mit. Das erste Auto, das wir verkauft haben, ist hier unser Porsche 991 Speedster. Das Auto geht tatsächlich nach Saudi-Arabien und wir haben den Wagen verkauft für 350.000 Euro. Ein limitiertes Fahrzeug, eines von nur 1.948 Fahrzeugen weltweit gebaut, 2019er Zulassung, 4.000 Kilometer. Und wie gesagt, das Auto geht nach Saudi-Arabien. Das Besondere an dem Wagen ist das Heritage-Paket. Dadurch ist der Speedster einiges mehr wert. Das Heritage-Paket beinhaltet unter anderem die Lackierung und die Folierung, wie ihr sie hier seht. Weiter geht's. Das war unser erstes verkauftes Auto, 350.000 Euro. Und das zweite verkaufte Auto steht direkt daneben, unser 991 GT2 RS. Die absolute Speerspitze bei Porsche. 700 PS, vielleicht mit der krasseste 911er, der je gebaut wurde. Wir haben das Auto verkauft für knapp 410.000 Euro. Was jetzt hier an dem Wagen ganz besonders ist, ein 2018er Fahrzeug, 13.000 Kilometer. Es gibt relativ wenige Fahrzeuge ganz in Schwarz. Und dann hat das Fahrzeug noch zusätzlich ein SSR-Carbon-Kit bekommen. Das seht ihr hier, einige Carbon-Teile sind nicht ab Werk. Und das hat dem Kunden natürlich besonders gut gefallen. Wobei die Carbon-Haube und das Carbon-Dach natürlich ab Werk sind. Aber alles, was dann nicht Carbon war, wurde über ein SSR-Kit zu Carbon gemacht bei dem Fahrzeug. Also zweites verkauftes Auto, 410.000 Euro, Porsche GT2 RS. Und dann lass uns direkt rübergehen, Nuno. Nuno läuft rückwärts mit der Kamera in der Hand, während ich vorwärts laufen darf. Jetzt tauschen wir, jetzt laufe ich rückwärts. Frisch eingetroffen bei uns, unser Ferrari SF90 Coupé. Ein Neuwagen mit Werkskilometern. Wie findet ihr die krasse Farbe? Sagt mir das mal. Das krasse Gelb sieht doch richtig, richtig gut aus, oder? Und vor allem ist der Wagen richtig geil konfiguriert, wie ich finde. Nuno, komm mal zu mir. Wir haben hier die schwarzen Räder auf dem Gelb. Mit den gelben Bremssätteln und den gelben Ferrari-Emblemen, gelbe Ferrari-Shields. Sieht schon richtig gut aus. Und wenn wir dann reingucken, haben wir die Carbon-Sitze. Wir haben innen das LED-Lenkrad mit Carbon, den Carbon-Mitteltunnel. Schon ein richtig, richtig geiler Wagen. Das Auto ist ganz neu, ein 2024er Wagen. Noch mit Werkskilometern. Bieten wir an für 500.000 Euro. Übrigens, was waren das für mega geile Reaktionen von euch? Ihr wisst, wir wollen die Nummer 1 weltweit werden. Wir wollen der beste Luxusautohändler werden. Und dafür brauchen wir natürlich auch eure Unterstützung, auch auf unserem Channel. Was waren das für mega geile Kommentare von euch letzte Woche, die wir unter dem Video gelesen haben? Da ist uns eine Idee gekommen. Wir machen ab jetzt Shoutouts. Wir lesen die geilsten Kommentare von euch vor. Das machen wir genau jetzt. Und zwar hat uns geschrieben, Moki Energy hat geschrieben, eine sehr coole Idee mit den wöchentlichen Updates. Kannst du vielleicht mal ein Video zu den G-Klassen machen? Interessiere mich sehr für diese Baureihe. Mach weiter so einen tollen Content und viel Erfolg auf deiner Reise. Dann hat geschrieben Orgia, hey Omid, mich würde mal dein Leben interessieren, wie du es geschafft hast, solche Traumwagen zu verkaufen. Wenn du magst, kannst du ja ein Video darüber machen. Dann hat geschrieben Kevin Peter, hey Omid, ich würde mich sehr über ein Video mit dem 812 GTS freuen. Vielen Dank für den geilen Content. Und der letzte Kommentar, den ich jetzt vorlese, wäre cool, ein genaueres Video zum 765 LT Spider zu bekommen. Ein sehr schönes Auto, vor allem in diesem Blau und dem Carbon-Paket. Geschrieben von Mike Schneider. Zwei Sachen. Wir haben eine Idee bekommen. Ihr habt so viele Autos darunter geschrieben. Hey Omid, könntest du hier oder könntest du das Auto zeigen oder könntest du das Auto zeigen? Also, was machen wir ab jetzt? Wir machen ein weiteres Format, das Auto der Woche. Ab nächster Woche schon am Start. Jeden Dienstag präsentieren wir euch das coolste neue Auto bei uns im Bestand, was wir euch unbedingt zeigen wollen. Also, merkt es euch ab jetzt. Dienstag 17 Uhr, Auto der Woche. Donnerstag 17 Uhr, Showroom Update. Sonntags 9 Uhr früh, unser Highlight-Video, wie jede Woche. Also die volle Ladung Automobilzentrum, die volle Ladung Omid gibt es ab jetzt. Dienstags, donnerstags und sonntags. Wir freuen uns auf eure Reaktionen. Und übrigens, ich werde ab jetzt immer die coolsten Kommentare mit vorlesen. Also ihr gebt euch Mühe, ihr schreibt uns coole Kommentare und ich lese sie ab jetzt in den Videos vor. Erwähne natürlich euren Namen. Und dabei, wenn ihr schon dabei seid, nicht vergessen, unbedingt den Channel abonnieren. Ja? Drückt bitte auf Abonnieren, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Teilt unsere Inhalte, liked die Videos.
Videos und ganz fleißige Kommentare. Weiter geht's mit dem Bentley Flying Spur. Da kann ich euch erst nächste Woche berichten, ob es geklappt hat. Ich habe da jemanden dran, der spielt, ist ein Kumpel von mir, der spielt aber schon seit Wochen mit mir rum. Heute kommt er vorbei für den Flying Spur. Das Besondere an diesem Bentley Flying Spur, das Auto ist eine First Edition, hat das Bentley Carbon Kit original ab Werk. Da habt ihr die Seitenschweller, da habt ihr hinten eine kleine Carbonlippe. Dann habt ihr den Heckdiffuser in Carbon. Das sieht schon richtig gut aus. Und ich glaube, wir müssten vorne auch noch mal eine Carbonlippe haben. Kommt einmal mit. Ja, wir haben hier vorne die Carbonlippe und die Kühlergrillfigur, alles in Schwarz. Also sieht schon richtig, richtig gut aus, der Wagen. Ob es klappt, wir bieten das Auto an für 200.000 Euro. Ob es klappt, ob ich das Auto verkaufen konnte, kann ich euch erst nächste Woche berichten. Wie gesagt, mein Kumpel kommt erst heute Abend. Noch ein ganz besonderes Auto, den haben wir schon im Dezember verkauft, den zählen wir im Moment nicht mit. Aber ich will ihn euch einfach nochmal zeigen, weil ich weiß, dass der Wagen in den nächsten Tagen vom Besitzer abgeholt wird. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich euch unseren McLaren Senna zeigen kann. Das Auto haben wir bereits im Dezember verkauft für 1,3 Millionen Euro. Einfach geil, der McLaren Senna, oder? So zwischen unseren beiden Bugatti Chiron. Und dann gehen wir rüber in unsere Halle. Ich könnte jetzt natürlich hier die Tür nehmen und dann rüberlaufen, aber es sieht doch viel dramatischer aus, wenn ich hier mit der Fernbedienung unser Rolltor hochlasse. So, lasst uns rüberlaufen. Da steht nochmal richtig. Also es sind mehrere Millionen Euro, die wir diese Woche gemacht haben. Ich zeige euch mal, was hier alles passiert ist. Da sehe ich auch schon wieder zwei Autos, über die wir direkt sprechen müssen. Das erste Auto steht hier, der Mercedes G63 in Mattschwarz, ein 2019er Auto, ist frisch eingetroffen zum Verkauf, 80.000 Kilometer, werden wir inserieren für 165.000 Euro. Und unserem Bentley Flying Spur, das Auto ist verkauft für 190.000 Euro, müsste ein 2020er Flying Spur sein mit circa, oh, ich habe es nicht mehr im Kopf, um ehrlich zu sein, es müssten um die 30.000 Kilometer gewesen sein. Aber das Gute ist, das Auto ist verkauft. Dann lasst uns weiterlaufen, das nächste verkaufte Auto. Unser Mercedes AMG GTR Roadster, eins von nur 750 Fahrzeugen weltweit. Mattblaue Lackierung. Das Besondere an dem Fahrzeug ist, es ist eine 2020er Zulassung, aber der Wagen hat noch Werkskilometer, also er ist nie gefahren worden. Das Auto hat damals der Besitzer bei Mercedes erworben und hat ihn dann direkt in seine Sammlung gestellt. Dann hat er uns irgendwann das Auto verkauft und wir haben den Wagen jetzt verkauft für 230.000 Euro. Also noch ein verkauftes Auto. Dann lasst uns mal weiterlaufen. Da ist ein richtig schönes Auto, das will ich euch nur einmal zeigen. Das hat ein Kunde bei uns gelagert, gehört nicht uns. Aber wie findet ihr den Huracan Evo in der Farbe? Wem das Auto wohl gehört, verrate ich euch nicht, darf ich nicht verraten. Aber ein richtig schöner Wagen. So, lasst uns gucken, was ist noch verkauft hier alles? So, noch verkauft, unser AMG GTR, unser Coupé. Erinnert ihr euch noch an das Auto? Das ist das Auto von Lucas Brawlstar. Die haben bei uns den Lamborghini Huracan gekauft und dann haben sie uns den Wagen in Zahlung gegeben. Wir haben jetzt den GTR, das Coupé, verkauft. 2016er Auto, 39.000 Kilometer für 135.000 Euro. Und dann geht's weiter. Das nächste verkaufte Auto steht auch schon direkt hier. Natürlich haben wir etwas vorgesorgt und so ein bisschen die Autos hingestellt, wie wir sie brauchen. Ferrari F12. 2015er Auto, 20.000 Kilometer in einem schönen Blau, müsste mittlerweile auch schon zugelassen sein. Ja, ist zugelassen, wird jetzt an den Kunden ausgeliefert für 220.000 Euro. Jetzt habe ich noch ein Auto, das ich euch unbedingt zeigen möchte, weil es einfach extrem besonders ist. Das Auto ist kein Neuzugang diese Woche, das Auto ist schon vor 2-3 Wochen hier eingetroffen, aber ich hatte noch nicht die Gelegenheit, es euch zu zeigen. Wir zählen es nicht mit unter den Neuzugängen, aber ich zeige euch trotzdem mal unseren brandneuen Rolls-Royce Cullinan. Zum einen der Farbton, dieses Grau, dieses Kreide. Aber was das richtig krasse ist, der Schlüssel zeigt es uns schon, Tiffany Blue. Kommt mal mit. Hier die Coachline. Seht ihr das? Das ist wirklich Tiffany Blue. Ja? Dann haben wir auch die Bremssättel in Tiffany Blue. Aber damit ist es nicht getan. Nuno, komm mal mit. Lauf am besten einmal an mir so vorbei, dann kann ich dir die Tür aufmachen. Und jetzt einmal reingucken, Leute. Einmal hier reingucken. Das gesamte Interieur ist in Tiffany Blue. Ist das nicht richtig heftig? Schreibt mir doch mal eure Meinung zu dem Interieur in die Kommentare. Zum einen, klar, wir haben den Sternenhimmel, Rolls-Royce typisch, aber nicht Serie, kostet immer Aufpreis. Und dann halt das krasse Leder hier in Tiffany Blue, inklusive der Fußmatten. Ja?
Wenn das nicht ein richtig, richtig, richtig heftiger Wagen ist, dann weiß ich es auch nicht. Ist bei uns im Bestand. Bieten wir an, Neuwagen 570.000 Euro. Wie gesagt, zählen wir nicht mit, aber das zählen wir mit. Das Auto ist verkauft. Unser Lamborghini Urus Performante. Auch ein ganz neues Auto. Frisch abgeladen. Ihr seht, das Auto ist noch etwas dreckig. Das Coole ist, das Auto ist eingetroffen und ist sofort verkauft. Also wir haben ihn quasi Volley genommen, wie man als Händler so schön sagt. Verkauft für 490.000 Euro. Lamborghini Urus Performante in mattblau. Dann geht's weiter. Noch ein verkauftes Auto. Unser Porsche Cayenne Turbo GT. Ja, verkauft für 185.000 Euro. 2022er Fahrzeug. 12.500 Kilometer auf der Uhr. Das ist ja so der dezente Lamborghini Urus, kommt ja auch aus dem VW-Konzern. Es ist der gleiche Motor wie im Urus drin. Im Urus sind 650 PS, beziehungsweise bei den neuen Facelift-Modellen sind es ja 666 PS. Beim Cayenne Turbo GT sind es 640 PS. Eine richtige Fahrmaschine, das Auto. Wer nicht diesen krassen Flex-Auftritt haben will wie beim Urus, der kann mit gleicher Motorisierung im Prinzip Porsche Cayenne fahren. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was seid ihr mehr? Seid ihr mehr der Lamborghini Urus oder seid ihr mehr der Porsche Cayenne Turbo GT? Das nächste frisch eingetroffene Fahrzeug, Aston Martin DB11. Das Auto ist übrigens ein 8-Zylinder. Den DB11 gibt es ja mit 8-Zylindern, 510 PS oder mit 12-Zylindern. Das ist ein 8-Zylinder. Ich meine, das Auto ist ja aus 2019, hat 41.000 Kilometer auf der Uhr und bieten wir an für 130.000 Euro. Dann lasst mich mal gucken, was haben wir hier noch? Da hinten, letzte Woche noch Neuzugang und diese Woche schon verkauft. Unser Ferrari Roma, ihr erinnert euch noch dran. Mit dem Voll-Carbon-Paket. Wir haben das Auto in unserem ersten Update-Video letzte Woche schon gezeigt gehabt. Jetzt ist er verkauft. 240.000 Euro, Katsching, rein in die Kasse. Dann ein Auto, auf das wir ganz, ganz, ganz viele Reaktionen bekommen haben. Da habe ich euch ja raten lassen am Ende des letzten Videos. Unser Mercedes G500 Cabrio. Also, das Auto ist aus. Ich muss einmal spicken. Ich habe auch nicht alle Zahlen im Kopf. 2007, 43.000 Kilometer, ein G500 Cabrio und wir bieten den Wagen an für 300.000 Euro. Ja, was soll ich euch sagen? G-Klasse als Cabrio. Heftiger geht's nicht. Vor allem ist genau dieses Auto enorm beliebt, weil Travis Scott fährt auch so ein und er hat vor einiger Zeit mit seinem auch geflext und da ging es vor allem um das porzellanfarbene Leder, das unser Auto hat. Also die Farbkombination ist ab jetzt quasi das Travis Scott Modell. Schwarzes Auto, porzellanfarbenes Leder. Ja, einfach krass. G-Klassen als Cabrio wird es definitiv nicht mehr geben. Und das Auto ist wirklich im Bestzustand. Alles geil an dem Wagen. Könnt ihr kaufen. 300.000 Euro habe ich euch ja letzte Woche schon gezeigt. Zählt nicht als Neuzugang. Und weiter geht's. Wir haben noch so viele verkaufte und frisch eingetroffene Fahrzeuge euch zu zeigen. Wir müssen jetzt einmal kurz in die Aufbereitung, da stehen ein paar Autos drin. Und dann müssen wir auch in unser Außenobjekt, weil dort noch mehr Fahrzeuge stehen, die ich euch heute zeigen muss. Also wir haben richtig viel Arbeit. Kommt mit. Wir sind jetzt in der Aufbereitungshalle. Hier wird ein Sternenhimmel gerade gemacht. So sieht das übrigens aus, wenn ein Sternenhimmel... Rina, wie viel Arbeit ist das? Das ist eine Woche mindestens, Leute. Bitte verkauft keine mehr. Keine Sternenhimmel mehr verkaufen? Ja, ich meine, für die 35.000 Euro, die du für den Sternenhimmel kriegst, dann verkaufen. Nein, Spaß, ist deutlich günstiger. Wenn ihr einen Sternenhimmel eingebaut haben wollt, dann ruft ihr an, hier bei Serkan, Glanz K oder bei Rina. Die machen euch einen Sternenhimmel. Und dann geht's aber weiter. Wir sind wegen was anderem hier, und zwar wegen dem da. Frisch eingetroffen zum Verkauf, Lamborghini Aventador S Coupé, 2019er Auto, mit jetzt, glaube ich, 17.000, 18.000 Kilometern. Sieht schon richtig gut aus. Das Interessante an dem Wagen ist, True Story, das Auto habe ich jetzt zum dritten Mal im Verkauf in den letzten 3-4 Jahren. Ich habe das damals, als das Auto ein Jahr alt war, glaube ich in 2020 das erste Mal gekauft, verkauft an einen Kunden, der war sehr zufrieden, hat es dann an uns zurückverkauft. Dann haben wir es an den nächsten Kunden verkauft, dann war der Wert des Fahrzeugs schon gestiegen. Dann hat der Kunde jetzt vor ein paar Tagen das Fahrzeug wieder an uns verkauft und jetzt bieten wir es tatsächlich zum dritten Mal in 3-4 Jahren an. Ein sehr, sehr cooler Wagen.
Lamborghini Aventador S, 740 PS, das Facelift vom normalen Aventador, vom normalen LP 700. Also 320.000 Euro, Lamborghini Aventador S frisch eingetroffen und weiter geht's. Und ich glaube, jetzt müssen wir schon rüberfahren. Haben wir alle Autos hier? Nuno sagt ja, wir haben alle Autos. Dann fahren wir jetzt rüber und dafür haben wir schon ein richtig geiles Auto bereitgestellt. Ihr dürft gleich raten. Also, womit fahren wir rüber? Nehmen wir die weiße G-Klasse, nehmen wir den GLS 600 oder nehmen wir den Mercedes GLC? Ich sage euch was, wir nehmen keins von all den Autos. Ich zeige euch unser Firmenfahrzeug, unser Lieferfahrzeug, mit dem wir hin und her fahren, Teile hin und her fahren. Unser Citroën, was ist das? Berlingo? Unser Citroën Berlingo. Und jetzt schaut mal hier, wir wären nicht wir, wenn wir nicht sogar am Citroën Berlingo rumspielen würden. Wir haben OZ-Räder drauf und wir haben in unserem Berlingo, schaut mal rein, Leder mit Rautensteppung. Soll ja Spaß machen. Ab geht's, wir steigen ein und müssen rüberfahren. Hier können drei Leute sitzen. Ich kriege ja immer wieder, ob über YouTube oder über Instagram, übrigens Instagram, habt ihr meinen Instagram-Channel schon geliked, immer wieder die Frage, Omid, bitte erzähl deinen Werdegang. Omid, bitte, Werdegang, wie hast du es geschafft? Wie bist du so erfolgreich geworden? Ich mache euch jetzt einen Vorschlag, Leute. Ihr wollt ja immer meinen Werdegang. Wir haben Stand jetzt 60.000 Abonnenten auf YouTube. Sobald wir 100.000 Abonnenten auf YouTube haben, mache ich euch ein ausführliches Video von meiner Kindheit bis heute, Donnerstag, 18. Januar 2024. Bedingung ist, ihr wollt meinen Werdegang haben, ihr wollt alles hören von Kindheit, von Schule, von Erfolg, Misserfolg bis heute. Mache ich, aber erst, wenn wir 100.000 Abonnenten haben. Also jetzt fleißig abonnieren. Dann kommt auch das Video zu meinem Werdegang. Wir fahren jetzt rüber zu unserem Außenobjekt. Wir können übrigens Lichtgeschwindigkeit mit unserem Citroën Berlingo. Das zeigen wir euch. Und da wären wir bei unserem Außenobjekt, auch in Viernheim, keine 2-3 Minuten weg von unserer Zentrale. Und hier haben wir nochmal einige Videos. Wir haben übrigens mal ein ausführliches Video zu dem Objekt gemacht. Das seht ihr, wenn ihr auf meinem Channel die Videos euch anschaut. Da seht ihr dann auch das ausführliche Video zu unserem Außenobjekt. Hier, wir haben hier einige sehr, sehr schöne Fahrzeuge stehen. Wir haben halt akuten Platzmangel drüben bei uns. Und deswegen das Objekt hier. So, Citroën Berlingo aus. Und rüber oder rein mit uns. Weiter geht's. Also, wir sind jetzt in unserem Außenobjekt. Hier stehen auch noch mal ein paar verkaufte Autos. Alle mit rein. Boah, war das kalt da draußen. Es ist richtig, richtig kalt. Und da ich ja gut aussehen will für euch im Video, trage ich keine Jacke. Da haben wir zwei Autos. Auch mal ganz interessant. Ihr wollt ja immer so ein bisschen auch Händlerinfos haben, ein bisschen Backup-Informationen. Die gebe ich euch jetzt. Und zwar haben wir einmal Porsche Boxster GTS und Porsche Taycan. Das sind beides Autos, die wir in Zahlung genommen haben. Und die haben wir für jeweils 70.000 Euro verkauft an unseren Aufkäufer. Ja, das sind keine Autos, die bei uns in den normalen Bestand mehr reinpassen. Wir wollen ja am liebsten Fahrzeuge ab 150.000, 200.000 Euro aufwärts anbieten. Die Fahrzeuge sind natürlich auch, es sind mega Autos. Und wenn man Aufkäufer sagt, denkt man eigentlich immer, das sind diese 2.000, 3.000 Euro Autos. Nein, aber wie gesagt, bei uns haben wir auch Luxus-Autohaus, Luxus-Aufkäufer. Verkauft für jeweils 70.000 Euro, Porsche Boxster GTS 70.000 Euro, Porsche Taycan 70.000 Euro. Habe ich jetzt eigentlich meinem Aufkäufer die Kurse vermasselt, indem ich so laut sage, für wie viel ich ihm die Autos verkaufe? Ich weiß es nicht. Dann haben wir noch zwei verkaufte Autos zum Abschluss für euch. Und zwar steht dort vorne schon das vorletzte Auto für diese Woche. Wir haben einige Autos verkauft. Habt ihr eigentlich mitgezählt? Ich habe die Übersicht verloren. Das vorletzte Auto verkauft, AMG GT Four-Door, 2023er Tageszulassung mit Werkskilometern auf der Uhr, verkauft für 180.000 Euro. Und dann haben wir natürlich noch einen richtigen verkauften Kracher für euch. Kommt noch einmal mit nach hinten. Das ist so ein Verkauf, wo wir uns dann auch noch mal richtig drüber freuen. Und zwar ist das hier unser Rolls-Royce Ghost Lang-Version. Wir haben hier zwei Rolls-Royce Ghosts stehen. In dem Fall haben wir die Lang-Version verkauft. 2022er Auto, 3500 Kilometer, verkauft für 370.000 Euro. Ich kann leider die Türen nicht öffnen oder ums Auto herumlaufen mit euch, weil wir wirklich eng geparkt haben.
Wie dem auch sei, das schönste Auto ist immer das verkaufte Auto, sagt der Händler. Leute, das war unser Wochenupdate. Wir haben diese Woche einige Autos mehr verkauft als gekauft. Wir haben ein Plus in der Kasse. Letzte Woche war es genau andersrum. Ich habe die Übersicht verloren, wie viele gekaufte und verkaufte Autos es waren, aber das seht ihr gleich nochmal. Wir listen nochmal alles für euch auf. Ganz wichtig, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr unsere Inhalte mögt, dann, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ich sage es gerne nochmal, bitte den Channel abonnieren, bitte das Video liken, fleißig das Video teilen mit euren Freunden. Wir freuen uns über jeden Kommentar, ob gut oder schlecht, schreibt uns alles, was ihr denkt, in die Kommentare rein. Denkt dran, die coolsten Kommentare werde ich ab jetzt auch immer vorlesen. Das war's von uns diese Woche. Ab nächster Woche, denkt dran, dienstags Auto der Woche. Schreibt mir doch mal in die Kommentare rein, was ihr gerne als allererstes sehen würdet bei Auto der Woche. Auch in den nächsten Wochen schreibt mir alle Autos der Woche rein. Also Dienstag 17 Uhr, Auto der Woche. Donnerstags Wochenupdate. Was haben wir gekauft und verkauft? Und sonntags wie immer unser Highlight-Video. Ich freue mich auf euch.